Tiny Houses, kleine Häuser liegen im Trend. In Fischerhude, Niedersachsen, eine Küche, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, viel Licht, was braucht man mehr? Das dachte sich Demian Grimm. 4 Tiny Houses mit Unterstützung von Freunden, Familie, aber auch vielen Eigenentscheidungen habe ich mir selbst aufgebaut und hatte dabei einen Wohn- und Quadratmeter Wohnfläche von 6 bis 12 Quadratmeter. Warum ich keine Luxuseinrichtung hatte in meinen ganzen Tiny Häusern, das verrate ich am Ende von dieser Tiny House Doku. Mit 18 Jahren in seinem zweiten Tiny House wohnen, was dann auch sein Eigenheim ist, und mit 19 4 Tiny Häuser selbst gebaut haben und als Eigenheim nutzen können. Wie bin ich zu meinem allerersten Tiny House gekommen? Ich bin in meinem Traum Strand aufgewacht, links und rechts kilometerlanger Sandstrand, und ich wollte den weiter erkunden. Gehe aber kurz, weil mein Magen knurrt, einfach nur 10 Meter über so eine Bucht einfach rüber, sozusagen, also so ein kleiner Hügel einfach, also, oder so ein kleiner Wald einfach durch, 10 Meter oder so. Und dann ist da eine Wiese, da stehen 4 Holzhäuser, Tiny Houses auf Rädern. Und in der Mitte ist ein Wintergarten. Und dort wartet meine Familie, meine Frau, meine Kinder auf mich. Wir frühstücken dort. Und später sagt dann meine Frau zu mir: Ich wünsche dir viel Spaß bei der Natur, um die neue Strände zu entdecken. Ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann wirklich mal gefragt, was will mir dieser Traum sagen? Warum gehe ich den nicht einfach mal an? Und was muss ich dafür tun? Und wie ist das Ganze möglich? Und dann habe ich halt alles, habe ich einfach rational gedacht. Ich habe gedacht, okay, ich habe mich frustriert gefühlt in meinem Zimmer. Ich hatte dort alles überfüllt, hatte aber nicht das, was ich wirklich wollte, nämlich dieses erste Tiny House. Also und lag dann auf dem Boden rum, frustriert, habe dann aus Frustration und aus der Sattheit heraus an der Konsole gespielt, Missionen immer wieder erneut neu gespielt, hatte aber alles ja schon 10.000 Mal gespielt, alles war satt gefressen, ich hatte alles erreicht und neue Spiele, ja auch die hast du dann in wenigen Tagen durch und dann gibt's wieder nichts. Also man hat immer ständig was noch neu in der Werbung gegiert, so war ich damals, habe alles gekauft, was in der Werbung war. Also mein Ziel war es damals, ich habe auf dem Reiterhof bin ich groß geworden und dann war es mein Ziel, ich gehe morgens früh um 6 stehe ich auf, misste kurz den Stall aus und dann, um am Ende dann ganz schnell zu meinem Essplatz zu kommen und dort dann die Werbung aufzuschlagen und zu gucken, was ist da drin, was kann ich mir Neues kaufen. Das war damals mein Antrieb. Und dann habe ich das aber verändert durch auch Autoritäten, Persönlichkeiten wie Kasandens, die haben mir dann Folgendes gesagt: Träume groß. Genau. Wer will, der findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Habe ich dann ab da begonnen, eben alles in die Wege zu leiten, dass ich eben mein erstes Teilnehmer am Ende des Tages habe. Und darin dann leben kann und diese Erfahrung machen. Und wollte das dann sozusagen damit testen, also mit dem ersten. Also und habe auch zuvor, bevor ich den Traum schon mal geträumt habe, mal so ein bisschen mal den Sinn des Lebens hinterfragt. Habe mal hinterfragt, warum muss man denn 60 Jahre lang mal in einem Beruf arbeiten oder 40 Jahre lang, um am Ende dann ein Haus zu haben, was dann eh nicht glücklich macht, weil ich ja damals auch schon ganz viel hatte und dann einfach satt davon war und keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann erst dann darf man sozusagen in der Rente dann sein Traumleben, dann darf man nach Mallorca fliegen, dort wohnen, etc. Warum geht das nicht anders? Wie geht es anders? Dann hatte ich meinen ersten Bauwagen, habe ich da drin gewohnt, bin eingezogen da, habe einfach alles, was mein Zimmer war, sozusagen da reingenommen, sozusagen mein Bett einfach abgebaut, wieder neu aufgebaut, mein TV da reingebaut, habe dann dort PS4 gespielt, Assassin's Creed, das weiß ich noch, habe ich da drin gespielt, Unity, es war richtig, richtig cool, war das, dieses Erlebnis da drin, habe mir Dokus angeschaut, und habe mir dann auch weiter auf dieses Minimalismus-Thema bin ich dann gestoßen und bin dann irgendwie in der Timeline, ist mir ein Video aufgestoßen, irgendwie, dass ein Tiny House mitten in Alaska stand und dass das irgendwie so eine Tour ist im Zusammenhang dessen und dass da so eine Frau irgendwie in so einem Tiny House durch die Weltgeschichte tingelt sozusagen, das die ganze Zeit. Und dann habe ich das angeklickt, war da ein Bild und dann hat mir das so geflasht, dass ich gesagt habe, ich will auch so ein Tiny House haben. Was ich jetzt habe, das ist alles schön und gut. Ich habe dafür auch sehr lange gebraucht, wieder 6 Monate lang und so. Und viel Zeit reingesteckt. Ja, dann wusste ich ja, okay, es hat geklappt. Ich wusste jetzt, wie es geht sozusagen. Hatte ja sozusagen dann mir selbst die ganzen Skills angeeignet durch meinen ersten Coach. Und der mir dann die ganzen Maschinen angelernt hat, beigebracht hat, wie man dann konkret so ein Tiny House auch aufbaut am Ende. Und habe dann gesehen, okay, ich brauche dafür gar kein Grundstück.
habe das Grundstück von meinem Freund genutzt, da drin gewohnt, hatte dann das Tiny House verkauft und konnte dadurch dann mit diesen neuen finanziellen Mitteln mir dann ein wirkliches Tiny House verkaufen. Weil zuvor war das eben auf einem Traktoranhänger. In Amerika, dort sind komischerweise alle, die in Tiny House gezogen sind, finanziell frei geworden. Ohne, dass sie jetzt sich ein Business da noch irgendwie drumherum aufgebaut haben oder so, sondern einfach nur, weil sie ihren Lebensstandard sozusagen verändert haben, in ein kleineres Haus zu ziehen. Zuvor hatten die dann vielleicht 40 Quadratmeter, 150 Quadratmeter, 300 Quadratmeter, hatten dort aber trotzdem alles dort drin, wie in einem anderen Haus, nur halt sozusagen auf minimierten Raum. Was dann auch nicht schlimm ist, natürlich, es gibt Leute, die vielleicht, denen gefällt es überhaupt nicht, die können das nicht, aber die Leute, die das wollen, für die ist es wunderbar und die sind dann, richtig viele sind dadurch finanziell frei geworden. Gab es Hürden und Tiefen in deiner Bauzeit bei deinem Tiny House? Ja, was ich richtig angekotzt habe, war immer so lange Zeiten, so Vorbereitungszeit. So in der Vorbereitungszeit, wo noch nichts aufgebaut war, dann habe ich mega lange dreimal diese Außenbeschalung angestrichen, also mit Rot zweimal sozusagen und am Ende dann nochmal ein drittes Mal, als die dann dreimal an der Wand. An der Wand, das ist ja dann noch schön, aber dann die ganze Zeit jedes einzelne sozusagen zu nehmen, in die Ritzen rein und immer dasselbe zu machen bei 200 Brettern, sage ich jetzt mal, oder bei 50 Brettern, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren. Das war einfach richtig zum Kotzen. Man hat am Ende natürlich dann gesehen, so viele Bretter habe ich jetzt angestrichen, aber naja, ich habe jetzt nichts, wo ich reingehen kann, wo ich jetzt schlafen drin kann. So, dann andere Sachen, ich habe mega lange immer, auch schnell, aber trotzdem hat das halt immer seine Zeit gedauert. Weil Bretter habe ich dann geschliffen, um sie schick zu machen, um sie erstmal herzurichten, damit man sie danach verarbeiten kann in einem Tiny House. Solche Kleinigkeiten, zum Beispiel so Elektrik, ist natürlich keine Kleinigkeit, aber da muss man extra die Innenverkleidung weglassen erstmal und auch diesen Bereich erstmal noch nicht, genau, den muss man erstmal sozusagen da eine Pause dazwischen haben, damit dann der Elektriker kommt, der das machen kann und dann später setzt man dann die Innenverkleidung drauf. So, und dann war das so, dass wir dann wirklich 2 Wochen musste ich warten, bis es alles war, weil mein Coach hat damals dann, der hat dann einen Elektriker gehabt, der war auch ziemlich billig, also aber hat gute Qualität natürlich geleistet, aber er hat ziemlich halt einfach in dem Preis drin oder einfach im Coaching drin. Und naja, der hat aber dann zu mir gesagt, er kommt. Und dann dachten wir, der kommt jetzt. Haben auch alles vorbereitet für den schon mal, so dass er direkt loslegen kann. Und dann kam der aber nicht. Es kam vielleicht von ihm was dazwischen. Hat mir immer wieder mein Coach mich angerufen. Hey, es klappt nicht. Wir müssen wieder warten. Und dann nach 2 Wochen war das erledigt. So. Und nur dann, und seine tatsächliche Arbeit hat dann ja nicht lange gedauert. Vielleicht 30 bis 2 Stunden vielleicht allerhöchstens. So. Und das ist dann mega zum Kotzen immer gewesen. Gehört aber dazu, bei jedem Hausbau. Nicht alles davon ist wunderbar und machst du gern, aber musst du machen, damit du immer dein Haus am Ende hast. Und willst ja dann auch machen. Und du lebst dann auch in deinem Momentum, machst das einfach, nimmst es einfach so hin, wie es ist. Auch wenn es dann, vor allem wenn es dann anstrengend wird, wenn es dann richtig schweißtreibend wird. Wenn du am liebsten, hast schon Rückenschmerzen, musst aber trotzdem noch 50 Bretter wieder weiter zweimal anstreichen. Du machst dann einfach trotzdem weiter, weil du weißt, innerlich, ist es jetzt egal, was kommt. Ich mache das am Ende für... Ich liebe jetzt einfach diesen Weg dahin, mache es für diesen Weg. Ich weiß einfach, bin einfach fest davon überzeugt, die ganze Zeit, ich brauche mich auch nicht dafür zu motivieren. Also ich bin einfach fest davon entschlossen, dass ich dann dadurch am Ende das habe, weil ich mich ja selber durch das Umsetzen davon überzeugt, dass ich das am Ende dann habe. Zum Beispiel jetzt ein Gegensatz, wir haben dann innerhalb eines Tages haben wir dann das Ganze aufgestellt. Also wir haben zuvor in 2 Stunden den Boden gemacht und dann haben wir darauf halt einfach die Holzrahmenstatikwände sozusagen gehabt. Und das hat dann vielleicht 4 Stunden gedauert, sozusagen die kurzen, die langen Wände aufzustellen, das die Dachbalken drauf zu machen und dann alles halt sozusagen regendicht zu machen. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht, weil man an dem Tag ganz viel geräuscht hat und sehr, sehr viel auch geschafft hat und am Ende ganz viel gesehen hat. Und man konnte dann in das Haus reingehen und da drin essen. Man konnte dort drin liegen, ohne nass zu werden. Man hat wirklich mal was gesehen an seinem Haus. Beim zweiten Tiny House war das dann ziemlich nervig. Ich musste lernen, wie man Bleche schneidet, weil ich zum ersten Mal Bleche benutzt hatte. An den Ecken überall von außen und oben auch dann an den Ecken von dem Dach, also wo das Dach endet und dann die Wand endet. Da haben wir dann Blechleisten überauf gemacht. Zuvor hatten wir Holzleisten und dann habe ich das dann oft falsch gemacht. Also ich habe dann das zwar richtig angewendet und muss mich da ein bisschen reinfuchsen, wie es richtig geht. Und es war richtig anstrengend, weil ich wusste, weiß noch, meine Hand hat gezittert, mein Muskel konnte einfach nicht mehr, aber musste trotzdem weiter das Blech schneiden. Und dann hat man es rangesetzt und dann war das ziemlich verkehrt, weil das falsche Maß war. Dann muss man das alles nochmal machen. Und so habe ich ganz viel Material verloren zum Beispiel auch. Und dann am Ende habe ich aber dann festgestellt in meiner Laufbahn, dass ich da, hab mir dann mir gesagt, mach niemals Blechleisten ran, weil deswegen schimmelt gerade dein Wagen. Und das war dann auch so. An einer Ecke hat es dann angefangen zu schimmeln. Wegen diesem Blechleisten eben. Und das ist dann richtig frustrierend, wenn du dann schon so eine kleine Arbeit machst, die dann am Ende schon schön aussieht, so mit Leisten, aber auch nur etwas Kleines ist, kotzt sich das einfach dermaßen an dann. Das ist dann auch
ja, dann noch dazu, dann noch, dass es dann angeblich sozusagen, dass es dann sozusagen nicht richtig gemacht ist. So. Bei den dritten Tiny Houses hat mich das richtig angekotzt. Jetzt hier zurück zu der Tiny House Doku. Da war auf einmal ein Bach drin. Ich weiß noch einmal, ich habe dann Fernsehen geguckt in meinem zweiten Tiny House drin. Da habe ich Game of Thrones geguckt, war mitten im Geschehen drin. Und dann auf einmal mein Freund kommt rein und sagt, Demian, das geht so nicht. Und draußen hat es in Strömen geregnet, richtig in Strömen. Und dann haben wir da reingeguckt in das dritte Tiny House. Und dann war da ein Bach drin. Weil ich zuvor zwar oben das Dach dicht gemacht habe, aber ich habe eine kleine Kleinigkeit habe ich zwar zugemacht, aber es war nicht richtig zu. Und dann hat es da reingeregnet. Und dann war da ein Riesen, man hätte da fast drin schwimmen können. So. Und das war dann richtig, richtig ärgerlich. Und ich habe mich so, ja, war für mich richtig doof, weil das ja auch für den Freund habe ich es ja sozusagen gebaut. Ja, aber am Ende habe ich dann festgestellt, okay, das hat dann alles getrocknet. Und am Ende hat man gar nichts mehr davon gesehen. Durch die Sonne und alles, durch die Wärme trocknet das ja alles wieder sozusagen. Und beim vierten Tiny House habe ich auch schon ein halbes Jahr später, habe ich dann so ein Tiny House dann im Winter draußen aufgebaut. Und dann hatten wir dann draußen auch bei minus 10 Grad und Tiefschnee draußen die Statik einfach stehen mit dem fertigen Dach oben drauf oder auch ohne fertigen Dach oben drauf. Und da hat es auch dann reingeschneit. Nur war da natürlich dann der erste Boden nicht. Die ersten Holzbretter waren dann sozusagen zwar der Boden, aber waren immer nur der Unterboden. Darauf läuft man später nicht, sondern da kommt noch ein Boden drauf. Und beim ersten war das eben so, dass wir den Boden komplett fertig hatten mit dem zweiten Boden, also mit der zweiten Fläche. Davor war sozusagen eine andere Fläche und dazwischen die Dämmung und deswegen war das dann so ärgerlich eigentlich, weil dann das danach so aussieht, aber es sah nie so aus, aber dachten wir halt immer so. Und da war das dann überhaupt nicht der Fall. So. Dann beim vierten Tiny House habe ich einmal 4 Stunden gebraucht dafür, um einfach nur unten sozusagen an den, das Dach wäre so schräg, man muss sich so vorstellen, so war das Dach und hier, hier und hier und mit Fingern jetzt, das sind jetzt die Dachstreben, die hochlaufen. Und darauf ist jetzt, war das Blechdach, das Blech. Und dann muss man hier nochmal eine Schraube reinsetzen, sodass das Blech halt nicht runterrutschen kann zum Beispiel. Und dann habe ich schon eingebohrt mit dem Zimmermann, zeigen, dass es nicht geht. Und dann ist der Bohrer abgebrochen. Dann hat die Maschine nicht richtig funktioniert. Habe ich zwar das Loch reingemacht, aber dann war unten gar kein richtiger Grip. Also ja, und dann war das auch so, die Schrauben ebenfalls sind abgebrochen. Das heißt, die Schraube ist jetzt im Loch vom Blech drin und im Loch vom Holz drin und muss rausgezogen werden, weil sonst kann sich das Wasser da reinziehen und das ist dann gefährlich fürs Holz. Das heißt, ich muss ein Werkzeug finden, das irgendwie dann rausdrehen damit. Und das ist dann in mehreren Löchern halt passiert, nicht bei allen, aber halt bei vielen. Wir hatten dann keine Bohrer mehr, Schrauben hatten wir natürlich noch genug, aber keine Bohrer mehr. Das heißt, wir mussten dann einmal am Tag mussten wir dann einkaufen und nur dahin fahren wegen Bohrern. So, oder Leute mussten uns dann was mitbringen. Ja, das ist halt dann ziemlich ärgerlich und mein Freund hat das dann gemacht und der war dann in 20 Minuten mit dieser Aufgabe fertig. Andere Kleinigkeiten waren dann auch noch irgendwie, zum Beispiel absilikosieren habe ich ewig lang dafür für was gebraucht, aber halt mit Vollgas natürlich dran gearbeitet, aber trotzdem einfach hat das ewig einfach gedauert, habe ich es natürlich auch zum ersten Mal gemacht. So was hat mich immer echt zum Frustrieren gebracht und dann in der derben Hitze da zu arbeiten oder natürlich auch in der derben Kühle, also im Winter, minus 10 Grad, war nicht mal leicht, man hat sich den Arsch abgefroren, richtig kalt, Hände haben gezittert. Trotzdem muss man weitermachen, damit man warm bleibt. Hat dadurch aber auch schneller gearbeitet, weil im Sommer war es dann eher so, dass man oft einfach auch nur rumgelegen hat einfach. Weil man einfach nicht mehr so, weil es halt ziemlich heiß war. Aber ja, beim vierten Teil, das war das ebenso. Wir haben das an einem Tag dann geschafft, in 8 Stunden. Oder nein, also wir hatten ja sozusagen die Wände vorgebaut. Also die Holzständerbauweise, die hatten wir ja sozusagen fertig. Das waren dann am Ende wieder 4 Holzrahmen. Wände, die Statikwände sozusagen, und die haben wir dann einfach aufgestellt innerhalb von 20 Minuten, von 10 Minuten, von 5 Minuten war das dann aufgestellt, haben das alles miteinander verschraubt, so, das war richtig toll und den Boden haben wir zum Beispiel auch in 2 Stunden fertig gehabt, also mit, dass wir zuvor Grundkonstruktionen gemacht haben und dann darauf eben die Lärchenbeschallung drauf gemacht haben und darauf kommt dann später nochmal ein extra Boden und das hat voll Spaß gemacht, weil man hat ganz viel gesehen. Bei anderen Aufgaben war das eben nicht so. Dann hatte ich natürlich auch Lieferantenprobleme, also zum Beispiel beim ersten Tiny House musste ich ganz oft, also bei dem Bauwagen, bei dem roten, hatte ich natürlich zuvor alles vorgekauft, bestellt, kam an, aber zwischendurch gab es immer nochmal irgendwas, was ich brauchte, für einen Pinsel, Farbe, nochmal Fenster, eine Tür ist rausgerissen, musste die nochmal neu kaufen. Das ist halt immer aufwendig, weil du musst dann halt ich kann kein Auto fahren. Das heißt, ich brauche jemanden, der dann mit dem Anhänger dahin fährt und das einkauft. Der wiederum braucht die Zeit dafür und muss es dann alles wieder verständigen, etc. So. Und wenn man es einfach da hätte, könnte man es einfach direkt umsetzen.
Weil das Umsetzen allein ist ja nicht jetzt das Drama dann daran. So, das geht ja schnell. Das ist oft schneller als der Einkauf an sich, weil man immer diese Termine finden muss etc. Und ob die dann auch die Sachen da haben etc. Suchen im Baumarkt und so. Oder dann beim vierten Tiny House, dann wollten wir dort ein Kundenkonto anlegen, wollten dort das Blech kaufen, dann konnten wir das aber nicht machen, weil das irgendwie nicht ging. Und dann mussten wir zurückfahren, nochmal hinfahren und dann war das Kundenkonto irgendwie da und dann konnten wir das Blech kaufen. So. Und dann das Raufen machen. Und dann haben wir beim Blechtragen einen Fehler gemacht. Einer von uns, wir mussten nicht im Teamarbeit, haben wir oft gemacht, ja gemacht. Haben auch gut im Team gearbeitet, aber dann hat einer losgelassen und dann war eine Delle drin und die hat man dann nachher gesehen im Blechtag. Natürlich nicht bei allen, aber bei einem. Also das ständige Einkaufen, das regt dann auf. Kleinigkeiten, wenn nur ein Pinsel oder so, weil du kannst das nicht malen, nur ein Pinsel. Oder andere Sachen eben, das regt dann auf, aber ist eben so. Und das kann man natürlich auch zuvor alles durchplanen, aber es kann immer sein, dass irgendwas nicht da ist. So. Der kleine Kram ist zwar nervig, aber er macht natürlich am Ende auch die Schönheit aus von deinem Tiny House, von deinen Tiny Houses. Also wenn du jetzt etwas richtig schön machst, da mega viel Arbeit reinsteckst, was andere nicht sehen, was man dann schon sieht, aber das ist halt schon sehr viel Arbeit, was man vielleicht sich jetzt nicht so vorstellen könnte, überall kleine Fräsen reinzumachen, überall einen Hobel reinzumachen, und dann sind da solche Wellen sozusagen im Holz sozusagen drin, Verzierungen zu machen, Muster zu machen, das Ganze, das in unterschiedlichen Farben zu malen, das Ganze ist nachher dann sehr, sehr viel Arbeit, aber am Ende ist es dann ein Wow-Effekt, den du bei anderen Teilen also nicht hast. Die Tür musste dann mein Freund dreimal neu machen bei meinem Tiny House, weil das dann immer geknirscht hat, nicht gepasst hat. Das war richtig zum Kotzen. Immer wieder musste man neue Bretter nochmal schneiden, alles nochmal neu ausrichten. Dann dachte man, man hat das jetzt endlich, weil man auch so viel Zeit dann verloren hat. Und dann setzt man die rein und dann passt das einfach nicht. Von hinten und vorne nicht. Und dann machst du es wieder und wieder. Am dritten Mal, dann klappt es nicht. Dann freuen sie sich, dann ist es richtig geil. Aber dann ist ja auch nicht viel geschafft. Tür ist zwar drin, aber wow, innen drin ist immer noch nicht fertig. So, da auch ein Lob an einen Freund, dass er das so gemacht hat und auch selber gebaut hat, weil wir haben die Tür wirklich selber gebaut, im letzten vierten Tiny House. Das habe ich noch nie zuvor gemacht. Wir haben die Glasscheibe selber eingesetzt und so wie man es beim Tischler sozusagen macht oder beim Schreiner. Ja, also es ist halt viel, viel mehr Arbeit steckt dahinter, als wenn man das jetzt nur kauft im Baumarkt. Man lernt halt mal kennen dann, wie das tatsächlich funktioniert. Das ist sehr spannend. Diese schlechten Zeiten, wo man dann auch wirklich mal kurz vorm Aufgeben ist. Ich war aber nie kurz vorm Aufgeben, ich war immer im Moment drin und dadurch war ich einfach immer sozusagen im State drin, in meinem State, ich werde das hier erreichen. So, und dadurch, dass ich ja sowieso jetzt hier bin, hier arbeite, ist es rein logisch, dass ich es dann am Ende erreichen werde. Ob jetzt ein paar Monate länger oder ein paar Wochen länger, ist ja egal, am Ende hast du es dann. Boah, das wusste ich einfach immer. So, und deswegen habe ich einfach mal diesen Weg dann sozusagen genossen und habe diesen dann einfach gegangen. Hab dann mal 600 Schrauben an einem Tag aus einem Zirkuswagen rausgedreht. Genau, zum Beispiel. Es war tierisch anstrengend nach dem Arm, aber mit der Zeit ist es wie eine Meditation und dann machst du es halt einfach. Und dann macht es auch Spaß und so. Und dann, genau. Das ist total normal, dass es schlechte Zeiten gibt, dass man frustriert sein wird. Du gehst natürlich ein riesiges Risiko ein. Du baust ein eigenes Haus. So, da sind mehrere Berufe drin, so, wo andere mehrere Ausbildungen für brauchen. So, das ist alles ein riesen Ding sozusagen, aber auch nichts Unmögliches und jeder Bauherr, der würde das alles hier unterschreiben, der hat Ähnliches erlebt an seinem Tiny Houses, an seinen Tiny Houses, an seinem Tiny House, als er das Tiny House selber bauen wollte und dann auch gemacht hat. Mein wichtigster Tipp ist hier einfach, genieße den Moment und genieße einfach den Weg dahin, den Weg, weil nachher hast du es erledigt und dann rennst du schon wieder zum nächsten hin. Ist auch gut, immer ein nächstes Ziel zu haben, aber dann ist der andere Weg sozusagen fast vergessen und deswegen genieße diesen Weg dahin. Also Beispiel wie ein Berg. Du freust dich am Ende ja auch oben dann, sagen wir, auf dem Mount Everest dann zu sehen, diese Aussicht für 2-3 Stunden. So, und dann musst du aber wieder runter. Und dann der Weg dahin, den gehst du dann auch einfach durch, auch wenn es dann richtig hardcore anstrengend wird, weil du ja weißt, ich mache es wieder oben für diesen Ausblick und jetzt mache ich das aber auch für den Weg, um dann dieses zu haben, weil es wäre ja langweilig, wenn du einfach nur schon da wärst, ohne was zu machen. So. Wann, wo standen meine 4 Tiny Houses? Das werde ich dir jetzt verraten. Am 15.02.2016, da hatte ich meinen ersten Bauwagen, aber auch, dass auch ein Tiny House ist, ist halt nur auf einem Traktoranhänger sozusagen gebaut, mit derselben Bauweise und das stand dann in Fischerhude in Verden, Bundesland Niedersachsen, da stand das. Und beim zweiten Tiny House, das habe ich dann am 15. Mai fertig gehabt. Und am 15. Mai, oder da war der Abholtag, ich habe da schon ein paar
schon eine Woche früher fertig gehabt. Da kam dann ein anderer Freund, der hat mir dann das Tiny House mit seinem Auto zum Parkplatz gebracht. Und dann stand es für eine Nacht stand dann mein Tiny House und ich hatte zuvor auch riesen Angst und so. Bin aber trotzdem das Risiko eingegangen, weil ich wusste, ich kann meinen Freund überzeugen. Habe ich es da hingestellt und es hatte sozusagen keinen Stellplatz. Weil mein Freund halt nicht wollte, dass ich es da hinstelle, auch nach ganz vielen Versuchen, Überzeugungen und so, dass man es doch macht, weil beim ersten hat es ja auch super geklappt. Und dann habe ich es aber einfach da hingestellt, einfach Parkplatz direkt vor dem Grundstück von meinem Freund. Und am nächsten Tag hat er sich natürlich aufgeregt und dann ist er aber nochmal zu viel hingegangen, haben wir es nochmal hingesetzt und dann nach dem Diskutieren haben wir das dann an einen schönen Platz hingestellt und dann konnte ich dort für 6 Monate wohnen, als Zweitwohnsitz. Genau, dann hat es am Ende doch geklappt. Und beim ersten Tiny House, das war 5,20 Meter war das lang, 2,20 Meter war das breit innen und 2,80 war das hoch. Und du musst dir vorstellen, 2,80 mal 2,50 war es sozusagen komplett dann auch immer 2,80 die Höhe. Aber dann war irgendwann die Schräge eben so, also und dann die war auf 2 Meter. Bei 2 Meter war das zwar hier 2,80, aber eben hier unten nicht, dann 2 Meter. Das war dann die Länge. Über einen anderen Freund habe ich das dann über einen Traktor, im Traktor dann da hinten fahren lassen, zu einem Freund, zum Grundstück. Es war halt schwer, 3 Tonnen, ich war selber da drin. Und ich konnte mir dann da schon bei der ersten Fahrt, war dann natürlich Gänsehaut, richtig schön, durch die Natur und alles zu fahren. Aber ich habe schon gemerkt, damit kommst du nicht zum Strand. Das geht nicht. Das zweite Tiny House, das war dann in drin. Und da war ich dann 18, habe dann da sozusagen das erste Tiny House gehabt. Das zweite Tiny House, das war dann am gleichen Ort. Wurde dann eben im Auto geliefert, war dann auch da. Das wog dann nur 1000 Kilogramm, also mit Anhänger und 600 Kilo ohne Anhänger. Und da waren die Innenmaße 220 Meter breit, 250 Meter lang und 250 Meter hoch. Genau, und das war auch komplett überall dann hoch. Da war nur so eine ganz kleine 30 cm Schräge, dann zu zwei Meter dann. Genau, und dann am gleichen Ort habe ich dann dort, zuvor war ja der Bauplatz bei meinem ersten Coach sozusagen, da habe ich die beiden aufgebaut. Den ersten habe ich mit Hilfe, den anderen habe ich komplett alleine aufgebaut. Da brauche ich nur noch, habe ich den mal angerufen und dann ein paar Fragen gehabt. Und das dritte habe ich dann alleine bei dem Freund auf dem Grundstück aufgebaut, für meinen anderen Freund. Also bevor ich 19 geworden wäre, habe ich ja noch 2 Monate darin gewohnt, in dem anderen. Habe dann währenddessen da drin gewohnt, habe dann gleichzeitig an dem Ort, wo ich gewohnt habe, immer direkt vor der Haustür quasi, das mein drittes Tiny House ist, von meiner Tiny House Doku, da aufgebaut. Das war dann im September 2016 fertig und da war ich eben 19 Jahre. Genau, und das war eben, hatte dieselben Maße drin. Es hatte halt nur ein anderes Design, also mein Freund wollte ein größeres Fenster haben, also das war dann so, und bei mir war das so, ein Panoramafenster, bei ihm war es ein Rechteckfenster, aber mit den gleichen, also war es sozusagen ein Würfel als Fenster, genau. Und es waren richtig schöne Muster, waren als Innenverkleidung in drin, also Muster, mit Musterung waren in drin Bretter. Und das war richtig edel, richtig schick war das, richtig, aber auch sehr, sehr viel Arbeit steckte natürlich da drin. Mein viertes Tiny House von 4 Tiny Houses war dann am 5.7.2018 fertig. Da war ich 19 Jahre alt. Mit Elektrik war das von außen fertig, von innen noch nicht. Von innen, das habe ich dann in den nächsten Monaten machen lassen. Und das war dann endgültig fertig im September 2017. Und da war ich dann eben 20, also im Ausmaß fertig mit 19 und fertig mit 20 Jahren dann, mein viertes Tiny House. Und dann hat mein Freund, der hat das dann, weil er wollte mal die Ehre haben, so ein Tiny House selber fahren zu können, hat das dann mir von über 80 Kilometer auf der Straße dahin fahren, hingebracht, also zu seinem Grundstück. Und dann stand es eben da. Ich habe da drin das auch dann getestet, alles wohnen und so, wie es geht, wie es ist. Und ich habe dann insgesamt also 6 Monate sozusagen Haushalt gewohnt, da das aufgebaut, also habe 3,5 Monate an anderen Tiny Houses mitgearbeitet. Und dieses hatte eben mein eigenes Tiny House dann von den drei, wir haben insgesamt 3 aufgebaut in 6 Monaten, 2 eben aus, genau. Das, meins hatte dann eben die Maße 3 Meter lang mal 2 Meter breit mal 2,80 hoch an der höchsten Stelle von der Decke. Also wie sind meine Tiny Houses entstanden? Das verrate ich dir jetzt hier in dieser Tiny House Doku 2018. Um fortzusetzen, die Tiny House Doku. Ich hab ja alles sehr, sehr viel ausgetestet. Ich habe ja in 4 Tiny Houses selber gelebt drin gewohnt selber, sie selber aufgebaut und habe dann daraus immer feststellen können, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und habe natürlich auch durch andere YouTuber
mir Wissen angeeignet, was man noch upgraden kann, was ich noch überhaupt nicht gemacht habe, was sie gemacht haben, und habe mir so dadurch mich immer weitergebildet in diesem Bereich und habe halt immer ganz viel getestet, ausgetestet, auch abseits jetzt von Tiny House, auch so von Vanlife mir Sachen abgeguckt, von Auto, die Leute, die im Auto wohnen, mir Sachen abgeguckt. War ich halt immer sehr zielorientiert, also ich wusste so, was so mein Konzept ist, und habe dementsprechend das dann immer so dann umgesetzt direkt und nicht irgendwie 2 Jahre lang darauf gewartet, bis es dann umsetzt, sondern direkt. Also ich habe eine Idee gehabt im Kopf, habe dann die aufgemalt, habe dann den Typ gefragt, wie geht das? Er hat mir dann eine Zeichnung gezeigt, so könnte das aussehen. Da fand ich das richtig geil und haben wir das so ein bisschen angepasst, und dann haben wir im Prinzip losgelegt. Also so, haben dann geguckt, wie kann man das jetzt alles finanziell und dann in der Realität mit Zeit und so Terminen umsetzen. So. Und ich war halt immer sehr kreativ, einfach schon generell bin ich sehr ein kreativer Junge. Das hat mir dann in dem Fall sehr viel geholfen, habe aber auch nicht zu viel da jetzt so reingesteckt. Also irgendwie, dass man könnte jetzt das ganze Tiny House auch noch so anmalen, dass man überall verschiedene Punkte hat von jeder verschiedenen Farbe. So dass nachher ein kunterbunter, sowas so auch nicht dann extrem. War halt sehr kreativ darin, auf kleinstem Raum alles zu haben, aber trotzdem ist es noch klein, so dass es nicht zu viel Luft ist, dass man nicht zu viel Luft eben damit unterwegs ist. Aber was am Ende, warum ich das alles so gebaut habe und nicht wie alle anderen oder so, das erzähle ich dir am Ende. Und wie waren meine Wohnkonzepte in meinem Tiny House? Also ich wollte immer einen schönen Holzlook haben. Das heißt, ich wollte immer geiles Holz raufschauen können, die Maserungen da drin sehen, dann diese Kreise, die man immer da drin sieht. Das wollte ich immer sehen und ich wollte das nie dann unsichtbar machen, also dass man dann Farbe raufschmeißt, aufmalt, weiß oder so, das wollte ich nie haben. Wenn, dann würde ich, wenn das jetzt längerfristig immer was wäre, würde ich darauf vielleicht einen Lack machen, damit das längerfristig hält, wenn man mal daran stoßt oder Feuchtigkeit drankommt oder so. Aber wenn man das nicht bräuchte, dann würde ich das nicht machen. Da habe ich den Boden immer geguckt, dass er glänzt, und habe ihn immer so geputzt, dass du da noch so abgeschliffen, so dass er richtig weich ist und halt so ein bisschen also nicht rau ist, und dass er eben glänzt. Und dass er so sauber ist, dass ich darauf essen kann. Das war sehr wichtig. Dann hatte ich beim zweiten Tiny House ein Panoramafenster drin. Das war auch noch das, was ich da hatte. Genau. Ein Panoramafenster heißt, ich hatte das 2 Meter lang und das war dann 30 cm hoch. Beim dritten Tiny House habe ich dann eben so Musterungen gehabt, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, was ich beim anderen nicht hatte. Zu einem Wohnkonzept, eine Idee von mir war gut, ich hatte eine Balkontür da drin. Da war die Idee, ich gehe dann raus auf den Balkon und dann ist da noch ein Pool. So, und vor allem im Haustür können die Gäste rein. Dann habe ich aber gemerkt, nachdem ich es getestet habe, ich brauche nur die Hälfte Raum und nutze eigentlich nur eine Tür. Das ist dann eben schwachsinnig. Und genau, deswegen nur eine Tür. So habe ich das dann im Fortlauf mit meinen nächsten Tiny House gemacht. Genau. Vieles hat sich dann eben im Bau ergeben. Also im Bau selber hat man dann das Ganze nochmal verfeinert, nochmal detaillierter, dann schöner, schicker gemacht und ein bisschen verändert, sodass das nachher dann auch besser aussieht. Also in der Praxis hat man das dann nochmal schlauer sozusagen lösen können, weil das sonst nicht schlau genug wäre sozusagen. Und ich habe gemerkt, dass immer wenn ich so ein Riesenhaus habe, dann habe ich halt so ganz viel Luft, was ich mit mir rumschleppe. Ich fahre dann im Prinzip nur Luft durch die Gegend und zahle dann dementsprechend einen besonderen Preis. Also ich zahle dann viel mehr Sprit. So, und damit ich das alles nicht so mache, ist es schlauer, das alles kleiner zu haben und trotzdem aber darauf alles zu haben, was du auch in einem richtigen, normalen Haus hast. Die Badewanne zum Beispiel, Fußbodenheizung. Also ohne Komforteinschränkung. Das war immer das Ziel. Und so habe ich das halt immer kleiner und kleiner gebaut und mit trotzdem dieser Option und dieser Möglichkeit, dass du alles da drin hast, wie beim normalen Haus. Zum vierten Teil hatte ich zwar ein Dachfenster drin. Den Vorteil, ich wollte mich dann direkt, habe ich auch zurück gehabt, da hatte ich dann eine Liegefläche und konnte dann direkt rausgucken in die Sterne. Das war mein Ziel beim Schlafen und das Aufmachen. Und ich konnte sogar noch, also man muss so vorstellen, hier war die Wand, so war das, hier war das Bett, hier das Dachfenster dann. Und dann konnte ich da rausgucken und da. So, das war sehr, sehr cool. Und das habe ich auch zum ersten Mal da gemacht, Licht von oben, sehr, sehr gut, weil dann eben die Luft nach oben abzieht und genügend Licht reinbringt. Und unten hatte ich dann eben einfach einen normalen, unten war dann Ess-, Küche- und Wohnbereich. Da hatte ich dann 2 Meter mal 2 Meter circa Fenster drin. Das hat ausgereicht für uns, für den kompletten Raum. War auch mega groß und es war, und das, diesmal war es besonders, das waren Marogoni-Fenster. Also sowas wie du, so ein Material, wie was du bei richtig schicken und luxuriösen Schreibtischen findest, das hatte ich eben da benutzt. War auch mega viel Arbeit, das alles dann zu putzen, das ganze Fenster. Genau. Und ich habe das auch nochmal gestippt, nochmal zurechtgesägt und so. Also genau, also ja, das, den Holzrahmen drumherum. Und den habe ich einfach ausgebaut, hatte ich einfach wo umsonst bekommen.
wo das ausgebaut worden ist aus dem Haus. Genau. Dann zum Beispiel in die Küche. Die Küche hatte ich so gedacht, die war auf 1,20x30 und da drin sollte alles drin sein. Also ein Spiegel sollte da drin sein, dann sollte man mit. Heute weiß ich, dass es macht man nicht so, aber man sollte im Waschbecken dann auch seine Hände waschen von der Toilette. Man sollte dann da zwei Kochplatten haben, man sollte dort ein Spülbecken haben, man sollte dort einen Backofen haben, Mini, dann auch einen Mini-Kühlschrank haben. Und gleichzeitig sollte man dort ein Spiegel und dann sollte man so sozusagen, das sollte auf 16x60 sein und auf den anderen 16x30, beim anderen 16x30, da sollten dann eine Klappe sein, die man hoch und runter klappen kann, sodass man da nochmal arbeiten könnte, wenn man kocht. Wenn nicht, runterklappen und dann ist da ein großer Spiegel von 2 Meter mal oder von 1,80 mal 60 cm eben da, sodass man sich komplett selber immer sehen kann. Das war mir ganz wichtig. Und dass man dann vieles an die Wand machen kann mit Magneten, also mit Metall zum Beispiel. So. Dass du da sozusagen alles drauf hast, aber sonst nichts mehr anders im Raum hinmachen musst. Und das alles sozusagen in diesem Kasten sozusagen ist. Das war so ein Kasten sozusagen im Tiny House noch drin, so ein Staukasten quasi. Das war mein Ziel, weil ich dann den anderen Raum sozusagen nur zum Bewohnen sozusagen nutze und nicht zum Lager. Das war das Ziel. Mit meinem Transit-Rucksack passt das natürlich perfekt. Also Fazit ist, dass ich halt auf Holzabdeck stehe. Nach den 4 Tiny Houses jetzt hier in dieser Tiny House Doku, was wir ja auch festgestellt haben, und dass ich dann am Ende sozusagen auch Lärche hatte, also als Fußboden, das würde ich auch bevorzugen, auch außen, weil da brauchst du es nicht außen anstreichen, sondern einfach so lassen. Das ist halt einfach richtig natürlich einfach. Und ich habe dann auch noch beim 4. Tiny Houses habe ich dann die Bretter nochmal auf 1,6 gehobelt und die waren bei 1,9. Warum? Weil ich eben auf das Gewicht achten musste, weil ich ja damit sehr leicht sein wollte, in Sicht richtig leicht. Wir waren am Ende bei einer Tonne mit Anhänger und das war halt sehr, sehr cool. Dann hatte ich eben USB-Boden bei den anderen 3 Tiny Houses. Das würde ich halt nicht nochmal so machen, sondern immer Lärche würde ich nehmen, genau, weil das halt schicker ist und schöner ist. Oder eben sonst zuerst USB-Boden nehmen und dann halt da Luft zwischen oder halt eben Dämmung und dann eben den richtigen Boden mit Lärche. Oder was sonst auch sehr schick ist, ist Eiche, genau, ist auch sehr schick. Pappelsperrholz beim 4. Tiny House, das würde ich bevorzugen jetzt immer, weil es ist sehr cool, mit riesen Platten zu arbeiten und so. Was aber auch sehr, sehr schön ist, was ich sonst bei den anderen beim allerersten Tiny House hatte, war natürlich diese Nut- und Federbretter. Also die man, wo man jedes einzelne dann so da reinschiebt, die Nut in die Feder, Rauschbund, Fichte Bretter, die kann man dann, das können glatt sein, sodass es eine glatte Ebene ist, oder dass sie eben immer so einen Buckel quasi haben. So geht das auch. Und es halt dazwischen immer sozusagen immer eine Lücke quasi und so sieht das dann immer aus. Dann waren alle Fenster immer, also beim letzten Tiny House waren dann alle aus Holz komplett und wir haben alle auch selber gebaut. Es waren insgesamt 4 Fenster, ein Dachfenster von 60x80, dann hatten wir ein kleines Fenster, was sozusagen gegenüber vom Dachfenster war. In der genau, das war dann auch 80x60, das haben wir selber hergestellt. Dann hatten wir eins, das haben wir nicht selber hergestellt, das war 2 Meter mal 1,80. Und dann hatten wir eben noch ein Fenster in der Tür drin, und worauf man natürlich nicht verzichten kann. Wir hatten, das war aber dann aus Chrom, nicht aus Plastik, dass man das Schloss, die ganze Armatur, das muss man immer haben. Das war natürlich aus Plastik, also aus Metall war das dann, aber halt, genau. Dann eben die Elektronik, das ist eben auch ihr Plastik sozusagen, aber das kannst du ja nicht vermeiden, so. Du brauchst ja Elektronik nicht da drin. Und natürlich die Lichter, die Lampen, die da drin sind, genau. Das habe ich noch vergessen, genau. Bei den anderen 3 Tiny Houses, da hatte ich dann auch immer geguckt, dass ich Holz nehme, aber ich habe immer ein kleineres Fenster noch genommen aus dem normalen Baumarkt. Das war dann eben Kunststoff. Genau, ich hatte immer so Mischmasch davor. Ich würde jetzt nur Holz sozusagen nehmen, was echt schick ist. So, also als Nachhaltigkeit geht natürlich nur Holzbau, also das ist ein komplettes Tiny House, komplett aus Holz besteht. Und ist das Einzige, was auch zu raten ist, denn wenn du jetzt ein Metall Ständer hast als Holzbauständerweise, also dann als Ständerwerk, ist das Problem, dass dann eben Kältepunkte entstehen und diese bringen dann Wagner zum Schimmeln. Genau. Und deswegen gibt es nur diesen einen Weg, also den Holz, das komplett aus Holz zu bauen, komplett und rein aus Holz. Also, genau. Und man kann ein Tiny House komplett in einer CNC-Maschine anfertigen lassen. Ich habe hier in der Nähe jemanden kennengelernt, der hat hauptberuflich in CNC-Maschinen gearbeitet, mit diesen gearbeitet, der ist Tischler selber. Und er hat halt für große Industrien, die in Massenproduktion sozusagen Holzsachen herstellen, wie Schränke zum Beispiel für IKEA oder andere Firma, als Beispiel jetzt,
Da wird das einfach eingeben und am Ende kommt das fertige Produkt schon raus und das war's. Und kein Mensch ist dazwischen. So, und das geht auch für Tiny House, hat er gesagt. Das ist alles kein Problem. Und er hat selber jahrelang damit mitgearbeitet, also mit so einer CNC-Maschine. Also mit einer riesigen sozusagen. Und genau. Genau, und ist ja auch ganz logisch. Warm Holz zieht Wärme an und Metall zieht Kälte an. Meine Holzständerbauweise waren bei meinen vier Tiny Houses einmal waren die auf 6x8, ja. Also die Kanthölzer dann immer. Dann einmal auf, dann zweimal eben auf 4x6. Beim zweiten und dritten Tiny Houses und beim vierten Tiny House, da habe ich eben auf 2,3 x 4 cm Stärke diese gehabt. Beim ersten bis dritten Tiny House, da habe ich eben mit Dämmung gebaut. Und beim vierten Tiny House habe ich eben oben ohne Dämmung gebaut. Und wir hatten ja sozusagen keine Dämmung drin, aber die Luft dämmt sozusagen. Das ist sozusagen die Dämmweise. So, also, und da muss man es auch richtig vernünftig machen sozusagen. Also innen drin muss es das Dreifache weniger sein als an Material und draußen muss es das Dreifache mehr sein als die Außenverkleidung. Das Letztere kann ich eben empfehlen und sonst, wenn du eben mit Dämmung bauen willst, dann kann ich eben Hanf, Kork, Jotte empfehlen oder sonst eben, was aber eigentlich noch am besten sind Styroporplatten, so wie beim Wohnwagen, da sind die auch drin. Und genau, und beim ersten und dritten Einhaus habe ich eben auch Unterspanbahn und Dampfsperre eben benutzt. Wenn du ohne Dämmstoff baust, das ist auch mein Rat an dich, dann bist du eben am nachhaltigsten, weil du eben keine Produktionskosten hast, die dann eine Firma aufwenden muss, um etwas zu produzieren, weil du brauchst es einfach nicht und den Abfall hast du auch nicht von diesen Produkten dann und generell eben keine Energie, also keine menschliche wie auch maschinelle Energie. Und es ist natürlich viel, viel leichter, weil auch die Dämmung hat ja auch wenn du Steinwolle nimmst, auch wenn du hat alles immer, ist eben, auch wenn es sich vielleicht leicht anfühlt und wollig und alles, ist es nachher schwer. Und jetzt nochmal konkret, welche Dinge waren in meinem Tiny House, in meinen Tiny Houses zusammengefasst aus Kunststoff? Also die Haustüren waren aus Kunststoff, die Fenster waren aus Kunststoff, die Elektronik war aus Kunststoff, dann eben ein Backofen, der war aus Kunststoff, dann eben ein E-Herd, die E-Herdplatten oder das ganze Gerät eben, dann eben diese Folien, also Dampfsperre, Unterspannbahn, dann das Schloss, die Haustür, das Schloss, Armatur, also gutes Haus Metall, aber die Armatur da oben drauf, das ist eben aus Kunststoff. Ja, dann habe ich eben da drinnen auch gezockt weiterhin. Ne? Also ich habe natürlich dann, habe dann meine PS4, alles andere hatte ich ja weg, hatte ich dann in meinem zweiten Tiny House drin, plus den Fernseher dazu, den großen. Ich habe Game of Thrones geguckt, weiß gerade gar nicht genau, auf jeden Fall darauf eben auch gezockt und das war eben auch eben Kunststoff alles. Dann hatte ich eben WC, war draußen, dann war aus Kunststoff eben eine mobile, komfortable Dusche, die du überall hinnehmen kannst und immer duschen kannst. Und auch immer auch und auch sozusagen ein automatisiertes System, weil du hast es im Eimer drin, hältst die Brause in den Eimer rein und dazwischen bist du eben und dann geht immer der Strahl sozusagen wieder rein. Du kannst endlos sozusagen duschen. Genau. Das ist, was ich sozusagen hatte, das war aus Kunststoff. Dann natürlich eben die Balkontür im ersten Tiny House und die Markise beim zweiten Tiny House. Das war auch das Einzige, was ich dort hatte. Bei den ganzen anderen hatte ich das eben nicht, weil ich da immer Vordächer hatte. Was immer natürlich sehr nervig war, waren die Türen in allen Tiny Häusern, egal ob du jetzt gekauft hast oder auch am Ende dann selbst gebaut hast, immer hat es unten geknarscht sozusagen. Also wenn hier sozusagen der Boden ist von der Tür und dann sozusagen die Kante von der Tür, die man reinmacht, ist dann immer dagegen gestoßen und man musste immer drücken und dann immer schwer aufmachen. So, das war schwierig und dann immer nervig einfach und dann immer tausendmal sozusagen das richtig einstellen, also die ganze Tür, so dass es eben nicht mehr so ist oder nur so ein bisschen richtig leicht oder gar nicht. Das heißt, das würde ich mir mal richtig angucken, wie das richtig geht und dann wäre das der nächste Fokus im nächsten Tiny House. Alles komplett. Also ich würde das anders machen beim fünften Tiny House, dass ich direkt die Innenverkleidung alles drin habe, plus die in eine Richtung, also das heißt alles fertig, so dass du schon drin wohnen könntest. Und dann würde ich von außen eben Dämmung oder dann eben ohne Dämmung, ich persönlich würde es ohne Dämmung machen, dann eben die Außenbeschallung ranmachen. Weil dann hast du nämlich einen Vorteil, dann kannst du nämlich schön, also innen drin ist alles fertig und dann kannst du so von außen alles sozusagen so ranmachen. Das ist der Vorteil. Genau, und die Innenverkleidung eben schon dran haben, bevor man die Wand überhaupt aufstellt. Dann würde ich eben eine Badewanne drin haben, dann würde ich so eine mobile Toilette drin haben, wo unten eine Kassette drin ist, sowas wie beim Wohnmobil, so würde ich das haben. Dann noch eine Stehdusche dazu als Extraraum, damit du auch im Stehen einfach duschen kannst und nicht immer in der Bade sein musst, damit du beides hast.
und eben eine Fußbodenheizung wollte ich drin haben. Wo leben mit den 4 Tiny Houses? Ja, also du kannst halt, wie ich das gemacht habe, einfach beim Freund sozusagen wohnen, wo das dann erlaubt ist. Und wo, also die Zwischenlösung ist, dass du auf dem Campingplatz stehst erstmal, bis du dann einen Platz gefunden hast. Und der Platz, den du findest, ist dann zum Beispiel in einer Community. Es gibt mehrere Communities in Deutschland, 3 Stück, wenn nicht sogar noch eine 4., wo halt Gleichgesinnte sozusagen dasselbe vorhaben und wo man dann sozusagen wo alle auf einem Raum sozusagen wohnen. Das ist das Beste. So, weil ist auch einfach, weil das dann der eine schon gemacht hat, dann kann der andere das auch und so ist es dann alles einfacher. Und bis dato kann man eben dann auf dem Campingplatz, aber da muss man immer halt erfragen, ob das erlaubt ist oder nicht. Ein Tiny House ist ja auch, das ist ein Miniaturhaus, kein Wohnwagen, hat aber trotzdem dieselben Regelungen wie ein Wohnwagen. Also zum Beispiel ein Pelletsofen, wenn du sowas drin hast in deinem Tiny House, dann brauchst du halt also eine Genehmigung dafür. Und das müsstest du einfach nur dem zeigen, so beim Campingplatz dann das. Genau, und dann musst du halt immer die ganzen Anschlüsse haben. Also was in Deutschland erlaubt ist, ist, dass du eben, du brauchst eben die 2 Anschlüsse. Zu- und Abwasser sozusagen und eben Strom oder wenn du keinen Strom brauchst, weil du autark bist, dann eben keinen. Diese Dinge brauchst du, um legal wohnen zu dürfen in Deutschland. Genau, und dieser Trend kommt aus Amerika, sagen dir ja viele und so, aber das erste Tiny House ist in Deutschland entstanden, nämlich auf einer Kutsche ist nämlich so ein Tiny House auch drauf sozusagen und das Zugfahrzeug ist auch komplett aus Holz, nur das Design und die, so wie das so ein bisschen aussieht, also das Design, die Struktur, weil die alle so ein bisschen ähnlich aussehen, wie ein richtiges Haus halt, nicht wie ein Holzwohnwagen oder wie ein Zirkuswagen. Das kommt aus Amerika. Sonst Tiny Houses, so Bauwegen, gibt es ja schon seit Jahrzehnten im 19. Jahrhundert, also das ist ja nichts Neues. Und die Optik, das Design und die Struktur, die ist aus Amerika gekommen. Von einem Holzauto, von einem LKW wurde das dann gezogen. So, und jetzt verrate ich dir, weil du so lange dran geblieben bist. Danke dafür, so. Und schraub die ganzen Tipps aus, sonst bringt dir das ganze Video ja nichts. Das ist Zeitverschwendung. Warum hatte ich keinen Mega-Luxus in meinem Tiny House drin? Naja, ich habe immer, also mein Fokus war immer, 24/7 damit unterwegs zu sein mit meinem Tiny House. So, trotzdem ist es nicht als Wohnwagen zu sehen oder wie ein Van, sondern ein richtiges Haus. So, und deswegen musste ich erstmal gucken, wie muss das ganze Modell an sich sein. Weil was bringt es jetzt? Ich habe jetzt, zum Beispiel am Anfang die 12 Quadratmeter und habe für 5000 Euro mir da alles schick innen drin gemacht und dann am Ende gefällt es mir gar nicht. Deswegen erstmal ohne und einfach nur so, was du hast, das zu testen, ist am schlausten. Genau, ich habe halt erstmal kennengelernt, wie muss das Haus sein sozusagen, innen drin und außen, wie muss das komplett sein. Und so Küche und alles innen drin, richtig schick, das würde dann sozusagen später kommen, im nächsten Schritt sozusagen, wenn man dann das eine erstmal hat. Also die Größe, die Form, wie die sein muss, damit man damit eben im Rennauto sozusagen fahren kann. Und dann eben einfach Erfahrungen machen, also beim Ziehen vom Auto, was ist besser? Was ist besser in der Umsetzung am Ende? Womit kann man am besten immer unterwegs sein? Und dann einfach lernen aus der Technik heraus. Und dann immer Besseres entwickeln. Und dann immer kleiner und kleiner werden. So, und wenn du jetzt endlich dein eigenes Tiny House haben willst und dadurch dir eine finanzielle Freiheit aufbauen willst und stressfrei werden willst, und dann zum Beispiel, wenn du jetzt ein simples Beispiel, du hast jetzt ein Tiny House, brauchst keine Miete mehr bezahlen, außer halt jetzt so eine Jahrespacht dann von so einem Parzellenstellplatz, so, dann hast du, sagen wir jetzt, jeden Monat 0 Euro für Miete, so, nur halt dein Essen und so, und sagen, dein Essen ist 100 bis 200 Euro, dann hast du halt, du verdienst 1500 Euro, dann hast du komplett 1300 Euro für dich. Und um das zu haben, brauchst du dein Tiny House und um in dein Tiny House leben zu können, musst du dich minimieren von deinen 10.000 Dingen, weil wir Deutschen haben viel zu viel, also 40% von jeder deutschen Person ist zu viel, das brauchst du nicht. Das heißt, diese 40% können wir schon mal ausmisten. Und das ist noch mehr, weil wir brauchen im Endeffekt nur 10-20% von unseren Sachen. Also genau, also wenn wir halt schon mal 10.000 haben, gibt es ja bestimmt auch Leute, die haben von Anfang an nur 20 Dinge. So, und kennen das gar nicht, ganz viel zu haben. Und deswegen, klick jetzt bitte auf den, deswegen jetzt für dich, lade ich ganz herzlich dazu ein, auf eine unverbindliche Strategie-Session mit dir, die 30 bis 60 Minuten ergeht. Dann klickst du unten auf den Link und dann sprechen wir dann einfach mal gemeinsam und arbeiten für dich einen Plan aus, sodass wir in unter 6 Monaten dein Tiny House gebaut haben, sodass du dein Tiny House in unter 6 Monaten gebaut hast und deine kompletten 10.000 Dingen befreit hast von dir. Wenn du das haben willst, dann bewerb dich unter diesem Link. Abonnier jetzt unbedingt diesen Channel, damit du kein weiteres Video verpasst und aktiviere die Glocke, damit du automatisch benachrichtigt wirst, auch wieder ein Minimalismus-Skill hier automatisch und weil du dann wieder Zeit sparst sozusagen und ja, wir sehen uns einfach bis später. Ciao.